Hallo und herzlich willkommen hier zum fröhlichen Mitarbeiter-Ping-Pong. Ja, die Kaya rennt von einem Verkäufer, von einem Kunden zum nächsten. Ich würde es nicht wundern, wenn der Gelbe jetzt gleich nochmal fragt nach Hilfe. Aber sie macht das gut. Sie hat bis jetzt alles geschafft. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Thanks. Auch wir haben noch jemanden reingeholt. Susa füllt auf, so gut sie kann halt, ne? Also das, was da ist. Es läuft eigentlich sehr, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal hier. Also wir kümmern uns eher hier um draußen. Thank you. Sehr gut. Dann geht rein. Definitiv besser als so ein Computerladen bisher bis dato. Ja. Die Regale sind immer voll und ja, ich glaube, wir machen alles richtig erstmal. Es ist 10 Uhr morgens, ne? Hey, have a minute. So, Kaya kommt. Das sollte ich auch Kaya machen lassen. Die überredet sie halt alle, ne? Usa ist noch am Auffüllen. Ist noch da. Wie lange ist sie noch da? Das sehen wir, glaube ich, hier, ne? So, Susa ist noch da bis 11. Also gleich ist sie auch weg. Thanks. Hey, have a minute. Kaya ist auf dem Weg. Ja, ist gut. Ein Verkäufer reicht vollkommen gerade. Hey, can you help me? Das wird schon wieder eng. Gucken. Thank you. So, jetzt mal. Tschüss, Susa. So, Susa geht. Hey, a little help. Ja, Kaya ist auf dem Weg. Hier nochmal auffüllen. Wenn nicht. Ja, wir sind jetzt fürs Auffüllen zuständig, ne? Und ist da, wo es noch geht. Sollte eigentlich fast noch überall gehen. Wir haben ja noch keinen Mittag. Hi, spare 2 seconds. Kaya kommt. Wobei Kaya, glaube ich, auch Mittagspause hat nachher mal, ne? Also aufpassen, dass wir dann reagieren zur Mittagspause. Ja, siehst du, genau jetzt. Passend. Die Frage, ich würde jetzt mal ganz kurz hier, und das nicht. Hier würde ich ja gerne mal auf 10 gehen. Hey, can you help me? Was haben wir hier? Die haben wir 10, die haben wir 10. Ja, sie hat Mittagspause, müssen wir eben helfen hier. Ja, das ist gut. Da machen sie nichts falsch mit. Dann nicht. Okay. Alle 10, ne? Na, die reichen 5, die roten. Müssen wir mal hier gucken. Hi, spare 2 seconds. Wieder da, sehr gut. Ja, ich hab's versaut in der Pause. Ne? Aber sollte nicht noch. Sollte noch jemand kommen, oder? Kann auch sein, dass heute nicht. Ja, auch.
Hey, can you help me? Kaya kommt. Thanks. Einfach mal reingehen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ein Rentner, sie haben noch immer Zeit. Kommen sie. Ne, scheinbar nicht. Hi, spare 2 seconds. Scheinbar nicht. Er ist noch da. Okay. Machen wir noch ein paar Hosen. Leider nicht. Ja, es ist 15 Uhr. Hey, can you help me? Dann würde ich noch mal hier Stellung aufgeben. Thanks. Mindestlager. Okay. Ist da. Okay. Wir haben jetzt Berater da, von daher. Das ist schon ganz gut, glaube ich, dass die das dann machen. Bald leer. Hey, can you help me? Mal reinschicken. Thank you. Nicht dafür. Thanks. Hey, can you help me? So, die Kaya macht das schon. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht gleich auf ist. Ja, das große Ziel ist das große Unternehmensgebäude, dass wir dann verschiedene, ja, Konzepte machen können. Thanks. Hi, spare 2 seconds. Hey, have a minute. Kaya weg? Oh ja, die ist weg. Thanks. Schwimmmäßig müssen wir noch was auffüllen. Jetzt denke ich, wir haben niemanden da. Zack, zack. Thank you. So. Jetzt einen neuen hier, oder? Okay. Alles im aus dem Lager. Ne, im Lager so. Alles ausgepackt. Okay. Sehr, sehr gut.
schön. Kaffee ist auch leer. Hi, spare 2 seconds. Yes. I can boogie. Ich würde sagen hier. Thank you. Sehr schön. So ist es gut, immer schön zu greifen. Ja, der ist gleich auch weg, ne? Ungefähr jetzt. Ja, dafür sehen wir hier, was sie hat. Ja, nicht die Welt, aber immerhin, ne? Immerhin. Hey, a little help. Ja, viel schauen. Guten Tag. Schöne leckere Oberteile. Thanks. Nicht dafür. Ja, ich hoffe, dass wir noch irgendwann größere Geschäfte kriegen, ne? Der Supermarkt ist okay, aber ich hätte gerne noch so eine Art, ja, Karstadt, 2 Etagen oder so. Wäre doch nice, ne? Und einfach nach oben und unten gehen kann. Ich bin jetzt mal auf die Personalkosten gespannt. Feierabend. Kommen wir alle zur Kasse. Zumindest die, die noch was haben. Sowieso schon mal gut, dass wir jetzt alles wieder aufgefüllt haben. Kann ich morgen früh dann halt direkt beginnen mit Auspacken. Jo. Gehen ins Büro. Es geht noch 354. Okay. So, jetzt haben wir heute. Einer, die auspackt, eine Kasse, oh krank. Och nö, die gute Verkäuferin ist krank. Schade. Ab 12 kommt Andrea. Onkel Horst. Entfernen, Bastian. Wir gehen mal gucken, ob wir noch jemanden haben hier. Zum Auffüllen könnte man ihn nehmen nachmittags, ne? Gucken, was er haben will. Sehr gut. Dann nehmen wir ihn auch, komm. Dann nehmen wir den nämlich noch, den Bastian für... Ne. Ja doch, der muss hier noch einen haben, so einschreiben, komm. Hat er jetzt erstmal den Kurs.
Und danach wird der eingestellt die komplette Woche als Acker. So. User ist bis 11, okay. Das heißt, er wäre dann ab 11. 11 bis 20, so. Ja, das ist ja schnell levelt. So. Dann hat sie frei. Montag, Freitag. Das heißt, er hat Dienstag. Dienstag und. Also erstmal kurz, das ist richtig. Er hätte Dienstag frei und Mittwoch, weil. Passt jetzt ja. Wenn er jetzt eh bei Kurs ist, freier Tag. Das heißt, der Kurs ist, oder? Müsste eigentlich im Kurs sein. Kurs angemeldet, ja. Okay. Ist sie heute auch ihren freien Tag? Ja, eigentlich schon. Dass sie hat morgen keinen freien Tag und hat den Dienstag, so. Und der andere Verkäufer hat Montag und Freitag, so. Okay. Mal Kasse, Kasse, Füller, Verkäufer. Okay. Macht jetzt hier der ungelesene Nachricht, der wahrscheinlich gegen krank, ne? Antonia fehlender Kurs. Antonia fehlender Kurs. Katja fehlender Kurs. Nekaya fehlender Kurs. Löschen. Auch schon gesehen. Andrea fühlt sich auch krank, okay. Mal gucken hier drüben. Kaya Fehner Kurs. Ist doch Kaya, ist doch Verkäuferin. Dann kann Kurs fehlen. Janneke, mal gucken. Meine Kasse etwas schneller, ist auch gut. Der 2 gehabt? Ne. So. Andrea. Okay. Na, hier haben wir jetzt gut Geld, ne? Gut Geld ist übertrieben, aber. Mohammed Vogt. Aber wir gucken mal, wenn er gut ist. Justin Frank. Kasse wäre. Vivian Henning, beginn. Ja, ist doch gut, ne? Da muss er nicht gut sein, passt doch. Jetzt war die ins Marketing. Nee, nicht weniger. Wenn es einmal drin steht, dann steht es drin in der Akte, ne? So, Vivian geht Marketing. Wo ist er denn? Vivian Marketing eingeteilt, sehr gut. 8 bis 17, ne? 8 bis 17. Kann ich schön schreiben hier.
Samstag, Sonntag frei. Okay. Mal so. Was haben wir schon wieder? 7 Mitarbeiter, Hammer, ne? Ja, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.